Hi. Servus. Hallo, wir sind's wieder. Herr Knampf. Und Frau Knampf, Katharina und Matze, heute mit Der aktuellen Trendräderbox. vom Monat Juni. Jawohl, die Trendraider-Box ist ja unsere liebste Überraschungsbox, weil da alles drin ist. Von Food über Accessoires, über Pflege, einfach alles. Und das Motto der Box ist diesmal, Matze, lies vor. Gartenparty. Ja. Passt. Wenn man so nach draußen schaut, ich hoffe, ihr habt auch schönes Wetter. Bitte schön, du darfst gleich den Prospekt nehmen. Wir haben leider Alex, die Nummer 6. Es sind immer die Sammelkarten dabei. Ich habe erfahren, es muss ein Hund drauf sein. Die Nummer 10 scheint ein Hund zu sein. Und es ist so eine Ah ja. Special-Karte. Ja, also gut, aber naja. Na Ich denn. ziehe schon mal das erste raus, was oben drauf liegt. Das ist übrigens das Logo für die Unibox. Gartenparty. Hier in diesem schönen Organza-Säckchen ist Delicea oder Delici, keine Ahnung. Ich muss es mal aufmachen. Sieht irgendwie aus wie eine Parfümprobe, aber kann mich natürlich auch vollkommen Zeig irren. nochmal, wie schaut's aus. Da. Ach, steht sogar, ja, man muss lesen, steht vegane Parfüms drauf. Wow, voll Verena. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich suche es gerade noch. Und zwar 15% Rabatt gibt es bei denen auch übrigens. Mit dem Code Trendraider 15. Und dann wollen wir das doch mal rausholen. Also steht jetzt, glaube ich, nicht drauf. Okay, es scheint zwei verschiedene zu geben. Einmal floral und einmal Amanderada. Kale und Seablum, so sehen die aus. Ich weiß nicht, ob das ein Herren- und ein Damenduft ist. Also ich nehme hier mal den floralen. Und schau mal, wie der so ist. Wahrscheinlich nicht floral. Ja, der ist ganz gut. Hier riech mal. Ja, richtig gut. Ja. Gar nicht so floral wie Na doch. gedacht. Und Naja, du nicht kriegst ganz so. jetzt den K-Duft. Ich finde die Parfümproben übrigens gar nicht. Vielleicht das Accessoire. Doch, da, Special Trend Goodie. Da. Oh, das riecht auch gut. Also, wir finden es beide gut, könnte ich mir vorstellen. Aber wer weiß, wie viel so ein großes veganes Parfüm kostet. Ne? Was denkst du denn? Ein großes war bestimmt 40 Euro. Also da stehen nur 8 Euro. Ich weiß jetzt nicht, worauf sich die 8 Euro beziehen. Naja, 8 Euro wird der Die Wert der Probe sein. müssten wir mal auf die Internetseite gehen. Erwecke deine Sinne mit den beiden unwiderstehlichen Duftkomponenten Kai oder Sieblumen und fühle dich versetzt an die Küsten Siziliens oder spüre eine Meeresbrise, die den Duft eines blühenden Obstgartens herüberweht. Das ist doch schön. Du bist ein Obstgarten. Ich bin ein Obstgarten. Du bist ein Kai. Kennst du dieses Produkt noch? Ja, und Steht zwar, das haben jetzt wir im sogar Kühlschrank. noch, eine Cashew-Kochcreme. Ja, das ist wie so ein, ja, halt veganer Sahneersatz zum Kochen. Genau, haben wir aber Hatten noch wir nicht verwendet. im You Try Me Adventskalender drin gehabt und ja, haben uns aber ehrlicherweise noch nicht rangetraut. Aber die Trendräder hat ein leckeres Rezept für veganes Eis mit im Okay, Prospekt das drin, ist cool. wofür man das nämlich gebrauchen kann. So sieht es dann aus, wie ein ganz normales Eis. Oh, ich habe hier irgendwie was Cooles, glaube ich. Und zwar Bambo, ein Bamboo Cutlery Set. Ein Bambusbesteckset hier. Und ich reiße hier mal raus. Ist ganz cool, kann man hier praktisch mitnehmen. In diesem Säckchen hat hier dann Ach, wir haben das einen. Besteck. Ach, es gäbe wohl noch was anderes. In deiner Gartenpartybox entdeckst du entweder das praktische Bambusbesteck zum Mitnehmen, das da, oder das Bambus-Trinkhalmset. Ah ja, oh, da haben wir aber einen viel besseren Deal gemacht, glaube ich. Weil da ist nämlich auch ein Trinkhalm mit drin und eine Flaschenbürste und Löffel, Gabel und Messer. Also das finde ich schon viel cooler. Da haben wir, glaube ich, mal Glück gehabt. Das Besteck kommt in einer kleinen Baumwolltasche daher. So hast du immer alles griffbereit. Die Bambusutensilien sind mit Pflanzenöl versiegelt und somit sogar spülmaschinenfest. Geil. Das finde ich wirklich mega. Das ist jetzt mein Highlight schon.
Das ist aber gar nicht das Highlight-Produkt. Doch, für mich schon. Für mich schon gerade. Was kostet es denn, das Besteck? Oh, das kostet bestimmt 30 Euro. Nö, 11,99. Das ist ja günstig. Meinst du, muss man uns eins noch nachkaufen? Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich es jetzt wieder zusammenbekommen würde und den Druckknopf hier zu... Ja, probier später. Du darfst auch mal reinfassen, fass mal rein. Ja, sag mal das Große da. Und zwar haben wir Real Fruit Candies, Fruit und Berries, Red Band, von Red Band. 50% Fruit. Wollen wir mal eins probieren? Vegan. Natürlich. Hast du ein Messer, oder? Trend Raider Box war ja früher mal so, dass man sich entscheiden konnte, ob man vegan möchte oder nicht vegan, aber mittlerweile sind sie auch komplett vegan umgestiegen. Ich esse das, was ist das für eine Sorte? Das hat übrigens anscheinend auch zwei gegeben. Eine von zwei leckeren Sorten erwartet dich, entweder Fruit and Berries, was wir haben, oder Drop Fruit Duo mit Lakritz und Frucht. Oh, wir haben wieder Glück gehabt. Das ist richtig. Das hätte hier gerade voll meine Box. Ich hasse Lakritze. Ja, schmeckt mir auch nicht. Yay! Und schon wieder Sauerei gemacht, Matze. Dann habe ich hier von The Organic Company ein Everyday Napkin, eine Stoffserviette, also besser gesagt vier Stoffservietten. Die finde ich ganz schön. Ich hole mal eine raus. Was denkst du mal, was die Fruchtgummis kosten, die Packung? Oh, was weiß ich, 1,99. Gut geschätzt, 1,89. Schau eine an. Genau, die schauen so aus. Die Stoffservietten haben hier so ein Bändchen. Dann kann man das ja so hinlegen und da das Besteck durchstecken. Baumwollservietten. Finde ich sehr schön. Die Servietten bestehen aus 100% Bio-Baumwolle und helfen auf eine wunderschöne Weise beim Papiersparen. Ja, die finde ich echt schön. Was denkst du denn, was die Baumwollservietten kosten? Oh, die vier Stück kosten bestimmt 15 Euro. 24,95. Okay. Nein, aber finde ich echt gut. Finde ich auch schön. Ja, dann nehme ich mal das nächste. Irgendwas Rundes habe ich hier. Sieht aus wie ein Gewürz, oder? Ich klaue das mal. Und zwar haben wir von Hella Chamka Transparent and Fair Chili Pulver. Yay, mein Papa freut sich. Man hätte auch andere Sachen haben können. Man hätte auch Zitronengraspulver haben können oder Kurkuma-Pulver. Wobei ich glaube, ich wäre mit keinem wirklich glücklich geworden. Aber da freut sich mein Papa wirklich drüber, denn generell meine Eltern essen unheimlich gern scharf. Und ich würde mich interessieren, ob das Hela ist, die auch dieses Gewürzketchup herstellen. Oder ob das eine andere Hela mag. Jetzt muss ich mal gucken. Was denkst du, wie viel kostet das? Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH, ja, aus Ahrensburg. Keine Ahnung. Die Gewürze sind schon fair gehandelt und werden erdefrisch verarbeitet. Weil das Logo ist auch das gleiche. Ja, dann bestimmt. Ne? Plastikfrei. Sehr schön. Was denkst du, kostet? 8,95. Fast. 67. Ja, knapp. Dann, hier habe ich was von I+M. Es ist ein AHA und BHA Serum. Spannend, ein kleines Feuchtigkeitsserum mit Peeling-Effekt. Und I+M kenne ich. Die sitzen in Berlin. Das ist eine gute Marke von denen. Oh, das I+M steht für die Vornamen von den Damen. Ist die irgendwie Inge und noch irgendjemand? Aber oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Nee, also von denen hatte ich auch schon mal eine echt gut riechende Bodylotion, die so richtig würzig gerochen hat. Und auch mal eine Deo-Creme, die dann aber Matze benutzt hat, weil ich wieder meinen Ausschlag von der Deo-Creme bekommen habe. Ich bekomme von jeder Deo-Creme Ausschlag. Also das heißt nicht, dass die hier von schlechtes Matze hat sie gut vertragen. Hm. Genau, deswegen sehr schön. Würde ich auf 20 Euro schätzen? Nicht ganz, 18,90. Aber es war ein Produkt, man hätte auch was anderes bekommen können. Und zwar? Ein reichhaltiges Gesichtsbalsam von Elia Sahil. Okay. Gut, da muss ich sagen, wäre jetzt beides für mich in Ordnung gewesen. Wobei ich glaube, ich bin sogar mit dem hier besser bedient, weil wenn da steht reichhaltig, meine Haut ist schon sehr fettig und ölig, die braucht eigentlich jetzt eher weniger. Beides hätte übrigens 98 gekostet. Ah, okay, oder so. Gut. Wertmäßig
Hat man da jetzt dann nichts verloren oder gewonnen? Guck mal, ich habe was, was an dich wandert. Ja, mal wieder. Mittlerweile dürfte ich 3 haben, oder? Nein. Und zwar von Shea eine feste Dusche. Kokos und Schäben. Shea-Butter. Shea-Butter, ja. Reinigt und spendet Feuchtigkeit und feinschäumend. Ja, und das ist halt von Shea, ne? Und das Coole bei Shea ist ja, die spenden dann immer, wenn du einkaufst, ein Hygieneprodukt an halt soziale Zwecke. Ich habe es schon bis hierher gerochen und riecht echt gut nach Kokos. Hm. Schaut so aus. Ja. Na? Ja, ich habe doch die Kokos. Nee. Du hast ja gerade irgend so ein schwarzes. Ja. Das unsere Dusche versaut und lauter schwarze Hände hinterlässt. Ja, nee, nicht in Benutzung, aber von der habe ich doch noch eine. Ich habe hier Clanny. Ach, wir haben den Preis noch nicht nachgeschaut. Die Schäbutter. Da war sie. Was denkst? 4 Euro. Ja, 3,99. Ah, okay. Für 4 Euro würde ich sie nicht kaufen. Mein lieber Schatz, Matze profitiert immer von meinen Boxen, ne? Und bekommt jetzt viele feste Produkte, aber ihr hört ja, ist geil, der wird sich sowas nie kaufen für tolles Geld. Nein, für 4 Euro würde ich es nicht kaufen, für 3,99 schon. So habe ich es gemeint. Ich diskutiere nicht. Ich habe hier von Clanny Haushaltsartikel, gut für dich und die Umwelt, 3 Spülmitteltabs inklusive Gutscheincode auf der Verpackungsrückseite. Spüle mit nachhaltigem Pfandfaktor, Tab auflösen und los geht's. Also ich... Das sind die 3 Tabs hier. Mhm. Mit unserem Spülmittel als Spray bekommst du dreckiges Geschirr und ölige Pfannen problemlos sauber. Und das ganz natürlich und vor allem biologisch abbaubar. Außerdem riecht es angenehm frisch nach Vanille. Das Beste, mit jedem Tab sparst du eine Plastikflasche ein. Befülle eine Sprühflasche mit lauwarmem Leitungswasser und füge den Clean-Tab hinzu. Warte, bis sich der Tab aufgelöst hat und verschließe die Flasche. Flasche bitte nicht schütteln. Nun ist dein Spüli einsatzbereit. Spülmitteltab, okay. Glasreiniger und Badreiniger. Da heißt es, also, das verwirrt mich ein bisschen. Wenn ich mit Hand aufwasche, ne, und ich die Spülmaschine benutze, dann lasse ich mir ja Wasser ein, nehme meinen Priel, mix rum und dann putze ich ja da im Wasser und wasche meins ab. Und da steht ja Sprühflasche. Oder soll ich, wenn es jetzt so eins ist, dann schon eher in so eine Quetschflasche tun und ins Wasser geben, weil, also, macht es ja nicht, dass ich über eine Sprühflasche einen dreckigen Teller ansprühe und dann wische, oder? Sehe ich das falsch? Ja. Bei Glasreiniger natürlich, der kommt in eine Sprühflasche. Aber jetzt hat Spülmittel? Sprühst du doch nicht. Naja, Backofenspray. Es ist ja kein Spülmittel. Ja, aber das sprühst ja auch. Komm, das diskutieren wir jetzt nicht. Das ruinieren wir mal. Was denkst du, was es kostet? Naja, das ist ja eine Probe. Die Proben vielleicht insgesamt 5 Euro. 5,10 Euro. Na, und dann gut, du musst es halt so rechnen, das sind jetzt 3 Flaschen, ergibt es ja Spülmittel. Wie viel kostet so eine Flasche Spülmittel? Priel kostet 1,50 Euro, oder? Kann hinkommen. Oder? Ah, ne? So. Tust ja was Gutes, schwarze Plastik. Wieder was für dich? Und zwar haben wir hier No Milk Today Barista extra cremig. Proteinquelle, glutenfrei und aufschäumbar. Erbsenproteindrink. Den von Barista hat man, glaube ich, noch nicht, den Erbsenproteindrink, oder? Doch, den hat man schon. Echt? Hat man gehabt. Also ich weiß, dass wir, ich glaube, den hatten wir sogar in groß gehabt. Ich weiß, dass wir mal eine extra Barista-Milch hatten. Ja, ja, genau. Kann sein, aber dass die von Fly war. War das Erbsenprotein? Ja, ich denke schon. Was sollen wir mal probieren? Nun ja. Ich habe hier Naturrate, mehr als Bio, eine vegane Salatcreme. Finde ich cool. Wir grillen am Wochenende und kann mir gut vorstellen, dass ich die mal auf einen Kartoffelsalat drauf haue. Und
Mal ausprobieren. Wie es schmeckt. Wir hatten ja schon mal in der Train Raider eine vegane Aioli drin. Die war gut. Deswegen, ich glaube, die war auch von Naturata. Ja, deswegen wird ausprobiert. Entdecke entweder die Remoulade mit Gurken, Zwiebeln und frischen Kräutern. Das wäre auch nice. Oder die feine Salatcreme, die beide ohne Ei auskommen und unsere absoluten Favoriten sind. Let's grill. Was meinst du, was sie kostet? Beides kostet gleich viel. 2,50. 3,39 €. Ja, okay. Ja, ist Demeter halt, ne? Na gut, ist aber eine große. Ja, schon. Aber du zahlst ja auch keine 4 € für ein großes Glas mit Rakelwip. So, ist ja auch nicht wieder. Das ist das letzte Box. Das letzte Produkt aus der Box. Und zwar haben wir hier Ricola. Himbeermelisse. Kräuterpompons. Kräuterbonbons. Pfefferminze, Salbei, Eibisch, Schafgarbe, Thymian und Malz. Ja. Was denkst du, kosten die? 2,50. Ja, fast 2,19. Ja, wir hatten zwar kein Green-Ticket hier, aber... Hatten wir noch nie in der Trendräder? Nee, hatten wir nicht. Und... Dafür hast du ein Gold-Ticket gehabt in der anderen Box. Ja, ne, hab sogar 2 gehabt. was hast du denn runtergeschmissen? Halt vorhin. Ach, das Gummibärchen. Ja. Also, unser Fazit. Ich finde, es passt zum Motto. Bei vielen auf jeden Sachen Fall gut für die Gartenparty. Auf jeden Fall. War's denn nett? Denn, naja, Kräuterbonbons zur Gartenparty. Die feste Dusche. Da kannst du halt sagen, du duschst davor. Ne? Oder damit danach, du zur Gartenparty, oder währenddessen. Ja, natürlich währenddessen. Gartendusche. Ne? Ja, Solardusche im Garten. Wer hat eine, schreibt mal bitte in die Kommentare. Nee, also mir gefällt die Box diesmal echt gut. Vor allem, also ich habe gesagt, mein Highlight ist auf jeden Fall dieses Bambus-Set zusammen mit den Handtüchern und dem Parfüm dem Serum. Servietten. Entschuldigung. Na, also da war diesmal echt viel dabei, was ich toll finde. Und das Serum fand ich ja auch. Ja, genau, sag ich ja. Also viele Sachen, die eigentlich als Highlight für mich sind. Aber das Parfüm riecht auch gut. Ja, sag ich doch. Ist ja auch mit dabei. Ja, das ist aber schon mehr so. Als nur 4. Na, 1, 2, 3, 4. 5. Solarcreme wohl nicht mit? Nee, Solarcreme ist kein Highlight. Die Solarcreme ist in Ordnung. Nee, also mir gefällt sie wieder gut. Bis auf das Chili-Pulver bleibt alles bei uns. Und ja, schreibt mir gern mal unter uns, besser gesagt, in die Kommentare, wie findet ihr die Box? Wie sind die Produkte? Findet ihr, dass es gut zum Motto passt? Hätte euch die Box gefallen? Ich bin sehr davon überzeugt. Ja, ich auch. Freue mich drüber. Und ja, genau. Schließt du dich mir an? Ja. Was ist dein Highlight? Mein Highlight? Ich würde auch das Besteck sagen. Das kann man am meisten anfeiern. Ja, und hält halt auch am längsten. Ne? Ja. Und es ist spülmaschinenfest. Das ist ein Pluspunkt. Auf jeden Fall. Nee, also gefällt mir gut. Und ich finde, das sind halt auch wirklich mal Nachkaufprodukte. Na, das Parfüm, muss ich jetzt mal im Internet schauen, wie viel es kostet. Da zum Beispiel kann man sich halt auch wirklich überlegen, ob man sich da ein zweites Set einfach dazu holt. Und da eben auch ein zweites, wenn man dann einfach mal picknicken geht oder sonst einfach mal für unterwegs irgendwo bei einer Wanderung mitnimmt. Also ja, sehr, sehr gut, diese Box. Nun denn, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao. Servus.